Im Folgenden hören Sie die Aufzeichnung des am 3. Februar 2021 über Zoom geführten Lebensgesprächs mit der ehemaligen Nationalratsabgeordneten und Geschäftsführerin der Salzburger Ökostrombörse, Heidi Rest-Hinterseer. In der Reihe Lebensgespräche, die Comment zusammen mit dem Salzburger Bildungswerk und wechselnden Kooperationspartnern durchführt, laden wir Personen ein, die die österreichische Entwicklungs- und Umweltpolitik der letzten 30 oder mehr Jahre maßgeblich mitgeprägt haben. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie unter www.comment.at. Heute haben wir die Heidi Rest-Hinterseer zu Gast. Ich bedanke mich schon sehr herzlich bei dir, Heidi, dass du unsere Einladung angenommen hast und dass wir beide per Du sein dürfen. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir uns wirklich schon seit über 15 Jahren kennen, aus meiner Zeit im Klimabündnis in Salzburg, auch wenn wir in den letzten 15 Jahren nicht wahnsinnig viel miteinander zu tun hatten. Danke auf jeden Fall fürs Mitmachen. Für diejenigen, die das Format Lebensgespräch noch nicht gut kennen, im Prinzip geht es darum, ein Gespräch zu führen um die 80 Minuten herum. 6 bis 7 Stationen aus der Biografie unseres Gastes, die wir versuchen, Ihnen darzustellen und immer mit diesen Fragen im Hintergrund, die Heidi Grobauer ja schon einleitend erwähnt hat. Was ist es, was Personen antreibt? Was lässt Personen über Jahrzehnte lang hinweg engagiert aktiv sein? Heidi, in der ersten Runde, und das ist eigentlich immer das Gleiche, wir fangen vorne an und dein Leben fängt halt immer irgendwie mit der Geburt, mit der Kindheit an. Meine Frage an dich, erzähl uns ein bisschen was über die junge und die heranwachsende Heidi Rest-Hinterseer. Du bist in Zell am See geboren, bist in Saalfelden dann aufgewachsen. Und unter welchen Umständen war dieses Heranwachsen dann Anfang der 60er, Mitte der 60er Jahre in Saalfelden? In Pinzgau, für all diejenigen, die sich eventuell von außerhalb von Salzburg zuschalten, ist es vielleicht noch ein wichtiger geografischer Hinweis. Wir werden heute Abend viel im Salzburger Land unterwegs sein. Mann und Frau wird den Pinzgau, den Pongau kennenlernen, die Stadt Salzburg, die kennen natürlich fast alle oder alle. Aber es ist auch wichtig, einen Blick auf die Regionen des Salzburger Landes zu werfen. Und da werden wir heute Abend, glaube ich, einige spannende Sachen hören. Also Heidi, bitte sehr. Ja, danke für die Einladung, Jean-Marie. Das hat mich, ich bin geboren in Zell am See und deswegen in Zell am See, weil dort eigentlich das Krankenhaus ist. Aber meine Mutter wurde nach Hause geschickt zu meiner Großmutter und das war im Lichtspielhaus. So bin ich also im Zeller Lichtspielhaus geboren, nicht unter einem Film, sondern in einer Wohnung nebenan. Aber das prägt mich mein ganzes Leben lang. Ich wollte eigentlich meinen 60. Geburtstag im Zeller Lichtspielhaus feiern und das wurde genau in diesem Winter zugesperrt. Das ist hart, ja. Und also ich war das dritte Kind. Ich habe zwei Brüder, die älter sind als ich und bin in einem Haus aufgewachsen in Saalfelden, wo zwei Brüder, zwei Schwestern geheiratet haben. Wir waren also sozusagen doppelt verwandt und über allem thronte meine Großmutter, Großmutter Rosa. Und sie war wirklich die Chefin eigentlich vom Haus. Und so bin ich mit drei sehr ausdrücklichen Frauen aufgewachsen und glaube heute, dass das viel mit meinem, auch mit meinem Frauenengagement, mit meinem emanzipatorischen Engagement zu tun hat. Weil die waren alle sehr besonders. Jetzt schaue ich gerade auf meinen Cousin, der weiß das. Der schaut dann nämlich auch so. Ja, der kann das auch bestätigen. Also wir hatten da als Kinder großartige Zeiten. Wir hatten da so ein großes Feld vor uns, das Meierfeld. Und das war eigentlich unser Spielzimmer. Also da, der Bauer ist vielleicht zweimal im Jahr gekommen zum Mähen und wusste das alles nicht, was wir dort aufführen. Also dass wir uns da ganze Wohnungen gebaut haben in dieses Feld hinein, das große, hohe Gras. Ja, später als Bäuerin habe ich da manchmal gedacht, Wahnsinn, wie konnten wir das tun?
Aber das war auch wirklich eine ungeheuer geborgene und lustige und ereignisreiche Kindheit. Und was mich dabei geprägt hat, so hat das schon begonnen, ich bin eigentlich irgendwie eine unverbesserliche Landpomeranze geblieben, damals gewesen und geblieben. Erzähl uns einmal, was du denn darunter verstehst jetzt, weil Landpomeranzen ist ja, normalerweise nicht nur positiv besetzt. Ja, genau. Also ich bin sozusagen eine polyglotte Landpomeranze, weil ich, eigentlich muss ich auf dem Land leben, weil ich kann ganz schlechte Gerüche vertragen, die sich über den ganzen Tag ausdehnen. Und das ist für mich so ein Kindheitserlebnis und immer wieder, wenn ich hinausgehe, auch jetzt in Dorfgestein, wenn ich in der Früh hinausgehe und es riecht einfach so nach Luft und Wasser und Chlorophyll und Mist und alles dieses, das ist für mich der richtige Geruch, so gehört das. Ja. Mhm. Ungefähr so, wie ich auch als Kind immer gedacht habe, alle Berge schauen so aus wie das steinerne Meer in Saalfelden. Ich war total enttäuscht dann, wie es andere Berge auch gab, weil die habe ich immer irgendwie so ein bisschen missglückt empfunden, ja. Also nicht ganz richtige Berge. Also es hat mich dieses Ansehen von diesem steinernen Meer, das ja sehr, sehr prominent hier in Saalfelden da uns jeden Tag gegenübergestanden ist, das hat mich sehr geprägt. Neben diesen starken Frauenfiguren einerseits und so dieser Liebe zum Leben auf dem Lande, gibt es da sonst noch irgendetwas, wo du sagst, da liegen die Ursprünge davon eigentlich so in deiner Kindheit, Jugend? So inhaltliche Interessen eventuell? Also natürlich diese damals, ich meine, das ist ja, hat sich natürlich auch sehr verändert am Land, aber natürlich auch dieses Ungebundensein. Also dass wir als Kinder ja überall herum konnten, da gab es ja kaum irgendwie Grenzen. Wir sind auch ins Schwimmbad gefahren, da waren wir noch gar nicht groß, sind wir allein ins Schwimmbad gefahren und waren irgendwie uns selbst überlassen da. Und das war schon so ein Gefühl von Eigenständigkeit und Selbstmächtigkeit, das mich sehr begleitet hat. Jetzt waren ja die 60er Jahre, wo du Kind bist, heranwächst, das waren ja doch auch im Pinzgau die Jahre, wo der Tourismus stark aufgekommen ist. Viele deutsche Gäste. Ich weiß es ein bisschen, weil ich unter meinen engsten Freundinnen einige Personen habe, die auch aus dem Pinzgau, teilweise Oberpinzgau auch her sind. Und da gab es ja nicht nur wenige Familien, wo dann die Kinder ins Abstellkammerl oder ins Badezimmer ausquartiert worden sind, damit die ausländischen Gäste irgendwo ein Zimmer haben können. Tourismus und so Vermietung an ausländische Touristen, das wäre bei dir im Elternhaus kein Thema, oder? Nein, also wir haben, bei uns ist nicht vermietet worden, wir hatten selber so viele Leute, die da in dem Haus untergebracht werden mussten. Und auch meine Eltern hatten verschiedene Berufe, die nichts mit Tourismus zu tun hatten. Mein Vater war Vermessungstechniker und meine Mutter war eine der wenigen Frauen, auch aus meiner Kindheitserinnerung, die eigentlich schon früh arbeiten gegangen ist. Mein Großvater war ja ein Kolonialwarenhändler. Sie hat dort eine Lehre absolviert, eine kaufmännische Lehre, und ist dann auch, nachdem wir eben schon einigermaßen aus dem Gröbsten waren, ist dann auch arbeiten gegangen. Und da war eigentlich kein Tourismus. Aber Saalfelden war vielleicht auch überhaupt nicht so ein touristischer Hotspot, weil das war eigentlich mehr so eine Schulstadt, waren viele Schulen und viele junge Leute. Und wir hatten schon sogenannte Fremde, aber das waren viele eigentlich aus Österreich oder aus dem benachbarten Bayern. Also die haben wir auch immer beim Schwimmen, beim Badengehen getroffen. Und beim Skifahren, das war einfach noch nicht so entwickelt. Also wir haben noch als Kinder am Kirbichi Skifahren gelernt. Also so ein Bühl, wo halt die Kühe geweidet haben im Sommer, und im Winter war da so ein kleiner Schlepplift,
Und wir wurden alle mit einem Skilehrer beglückt, wir Kinder des Hauses hinterher. Und das war für mich wirklich, das war harte Arbeit mit dem Skilehrer. Aber das, da waren auch keine Gäste oder Fremden, sondern das waren einfach die Kinder der Gemeinde, der Marktgemeinde. Ja, du besuchst die Volksschule und irgendwann einmal hast deine ersten Jahre Schulzeit hinter dir und mit 15 machst du dich dann auf den Weg in die große Stadt nach Salzburg, wo du das Oberstufenrealgymnasium besuchst und am Ende deiner Gymnasialzeit, also nach der Matura, sind wir jetzt schon. Ich mache da ein bisschen schneller, weil es kommen nachher noch so viele interessante Geschichten. Zieht es dich nach Wien, wo du von 1977 bis 1979 die Akademie für Sozialarbeit, die SOZAK, besuchst. Was war es denn, was dich da nach Wien gezogen hat? Also für viele aus dem Pinzgau war ja Salzburg schon eine halbe Weltreise und viele sind ja dann auch in Salzburg quasi hängen geblieben, wenn man so formulieren darf. Wieso weiter nach Wien? Da ist eigentlich eine Person schuld, die auch zuschaut, das ist die Ricky Scher. Die Ricky hat nämlich schon ganz früh mit sozialer Arbeit zu tun bekommen in der Schweiz. Und also da haben wir noch nicht die Matura gehabt und hat immer erzählt davon. Und ich hatte wenig Ahnung davon eigentlich, weil natürlich war das unüblich in so einem Durchschnittshaushalt, dass da irgendwer von der sozialen Arbeit aus und einging, Jugendamt oder was das. Gab es damals nicht bei uns, aber ich wusste eins, ich will nicht Lehrerin werden, weil mein Vater wollte immer, dass ich Lehrerin werde und ich habe gedacht, na, nicht Lehrerin, obwohl ich überhaupt keine Vorstellung weder vom einen Beruf noch vom anderen hatte und die Ricky hat mir das so schmackhaft gemacht, dass ich mich dann, und wieso Wien, ich habe mich eigentlich auch für andere Städte interessiert zuerst und wollte eigentlich dann nicht in ein konfessionelle Akademie gehen, da gab es auch zwei, sondern in eine städtische, also in eine, ja, die Burggasse war städtisch damals und ich habe mich auch für Graz interessiert, aber die Grazer, die Steirer haben gesagt, sie nehmen nur Steirer, so war das damals. Also sie nehmen nur Steirer, sie brauchen ihre Sozialarbeit selber und naja, und dann bin ich nach Wien gegangen und das war am Anfang schon irgendwie hart für mich. Also ich kann mich erinnern, das ist das erste Monat, mich eigentlich kaum auf die Straße so richtig getraut habe. Also ich habe mich ein bisschen gefürchtet vor diesem Lärm und diesen vielen Menschen und so. Es hat eine Zeit gebraucht, bis ich da wirklich gut angekommen bin. Aber das war eine sehr, sehr gute Erfahrung. Und auch mit vielen Freundschaften verbunden, die mich jetzt auch immer noch durchs Leben begleiten. Viele Leute, die ich da kennengelernt habe und wo wir auch immer wieder gemeinsame Arbeitsstätten gehabt haben oder eben auch lange Freundschaften sind dort entstanden. Wie ich dann überlegt habe, von Wien wegzugehen, wieder in den Pinzgau, ist es mir eigentlich schwer gefallen. Das war eigentlich, ich denke mir, die 2 Jahre, die waren fast ein bisschen zu wenig. Ich hätte noch ein bisschen länger bleiben sollen können, aber ich, der Wolfgang sagt, ich bin auch Steirer, du hättest in Graz in Minnesota gehen können. Aber ich bin dann zurück in den Pinzgau und habe damals dann sofort eine Arbeit, was auch nicht so selbstverständlich war, eine Arbeit im Jugendamt in Zell am See gefunden. Und dieses Zeller Jugendamt, das war schon etwas sehr Besonderes. Da hört auch eine Kollegin mit, die mir irgendwie heute so, gestern so was Schönes geschrieben hat, was ich aber eigentlich ganz, ganz, ganz anders gesehen habe. Ich habe gesehen, dass die total interessante, sehr ungewöhnliche Ansätze hatten. Es war das erste Jugendamt, wo es zum Beispiel offene Adoptionen gegeben hat, also wo man versucht hat, die Kinder, die adoptiert werden, auch gleich mit den noch mit den leiblichen Eltern und den adoptierenden Eltern in Kommunikation zu bringen. Das war ungewöhnlich damals. Und ich habe dort enorm viel gelernt. Ich habe dir das erzählt, wie ich gekommen bin nach Zell am See, hatte ich ja kein Auto. Und dann bin ich immer in den Oberpinzgau mit Autostopp gefahren. Und das war schon lustig, weil da hatte ich dann schon immer die gleichen Versicherungsvertreter, die mich mitgenommen haben.
und dann beim Zurückfahren wieder aufgeklappt haben, wieder retour nach Zell am See. Muss man vielleicht für die Zuhörenden dazu sagen, also ich führe mit all meinen Gästen eine Art Vorgespräch, wo wir einfach einmal so das Leben der Person durchgehen und daraus destillieren sich dann nachher halt die verschiedenen Stationen und Fragen, die heute Abend dann auch gestellt werden. Du bist also quasi aus der Großstadt doch schnell wieder einmal zurück, als unverbesserliche Landpomeranche gehört sich das ja auch so, wieder zurückzugehen. Du bist jetzt 20 Jahre alt und bist Sozialarbeiterin. Wie war das eigentlich damals für dich? Mit 20, da ist man schon noch sehr jung. Ja, also ich meine, wie alle jungen Leute, mich natürlich maßlos überschätzt und gedacht, ja klar, da fahre ich jetzt hin und das geht. Und es ging ja auch insofern gut, als ich viele junge Leute auch betreut habe. Damals war ja Bamberg ein soziologischer Hotspot sozusagen. Ja, da gab es ja noch die Auswirkungen des damaligen dortigen, weiß ich nicht, Kleinmafia oder keine Ahnung, wie man das, Klein Chicago hat es geheißen, genau. Und natürlich hatte ich einen sehr guten Zugang zu diesen jungen Männern, insbesondere, die waren ja gleich alt wie ich und haben eher mit mir gesprochen als sonst mit jemandem. Und das war einfach ein guter Zugang, aber natürlich war es auch eine unglaubliche, wie soll ich sagen, Überheblichkeit, in Familien zu gehen, obwohl ich selber überhaupt noch keine Ahnung hatte von, wie ist das mit kleinen Kindern zu leben, mit der Verantwortung fertig zu werden. Ja, es gab da auch alles. Es gab auch kleine Kinder, die fast verhungert werden, weil die Mütter irgendwie nicht zusammengekommen sind mit Zuständigkeit, Füttern, dafür sorgen, für den Haushalt zuständig sein, all das. Aber das war eigentlich auch diese gute Möglichkeit, Frauen wirklich zu unterstützen, im Sinn von Ressourcen zu öffnen für sie, Gelder aufzutreiben, Berufe mit ihnen gemeinsam zu finden, die für sie passen. Mhm. Und gleichzeitig auch darauf aufmerksam zu machen. Also wir haben damals, das finde ich auch, eigentlich war die erste Erfahrung von mir mit dem Parlament. Wir wurden eingeladen von dem damaligen Abgeordneten, das war ein Stuhlfeldner Abgeordneter, der von uns wissen wollte, was man tun kann, um die Situation von ledigen Müttern finanziell zu verbessern. Das war ungewöhnlich, dass der einfach Jugendamtssozialarbeiterinnen fragt und wir haben ihm geraten, dass es sowas wie einen Unterhaltsvorschuss geben soll. Ja, und das ist dann gekommen. Also ich nehme dir das ja ab, dass irgendwie das Jungsein den Zugang irgendwo erleichtert hat zu anderen jungen Leuten. Aber also ich stelle mir einfach die Frage, wie ernst wird man denn genommen, wenn man da jetzt 20 oder 21 ist und als Sozialarbeiterin da hinkommt? Bleiben wir mal bei Bramberg, wo es ja einige Personen gegeben hat. Also da kann man ja in vielen Profiljahrgängen einiges nachlesen. Da ist einfach rau zugegangen, riesiges Drogenproblem. Da kann ich mir einfach nicht wirklich vorstellen, dass die dann wirklich so eine junge Frau mit 20, 22 tatsächlich auch ernst nehmen, oder? Ja, wir hatten damals Supervision und ich kann mich erinnern, dass ich einmal erzählt habe, dass immer wenn ich, dann hatte ich ja schon ein Auto, das war so ein sehr auffälliges grünes Simca-Auto, das schaut wirklich aus wie ein Prototyp eines Autos, so ein Kastelauto, so. Und dann bin ich da eingebogen Richtung Mühlbach im Oberpinzgau und dann kamen die Kinder mir entgegengelaufen, haben gerufen, Frau Fürsorgefreund, kommst du zu uns? Und das habe ich erzählt und dann hat der Supervisor gesagt, irgendwie sehr, sehr, soll ich sagen, karg und fast abweisend, ich sage Ihnen, alle Veränderung ist bereits geschehen. Also dass diese Hemmung auf Sozialarbeiter zuzugehen, dass die einfach weg gewesen ist, oder? Ja, genau. Das hat sicher mit dem Alter zu tun. Und das andere ist, aber das ist jetzt sozusagen eine Altersweisheit, eine Frau ist nie im richtigen Alter. Du bist entweder zu jung, dann nimmt dich niemand ernst. Ja? Dann bist du mittelalterlich, dann denken sich alle diese Mutti. Und dann bist du
alt und die denken sich, was will das alte Weib da? Und also das ist mir, zum Glück damals habe ich das auch nicht ernst genommen. Ja. Okay. Hast du das Gefühl gehabt, dass du durch deine Ausbildung in Wien aber für diese Situationen, die auf dich zugekommen sind, halbwegs gut vorbereitet wärst? Nein, nein. Hm. Das war ich nicht. Und es waren auch, also wenn ich da im Nachhinein denke ich mir, wahrscheinlich ist es besser, wenn man älter ist, wenn man in diese Arbeit einsteigt, weil du einfach mit mehr Demut dann rangehst und weniger Unbedarftheit. Obwohl dies manchmal vielleicht ganz gut ist, aber nicht immer. Ja. Ja. Wahrscheinlich kommt es auf eine gute Mischung drauf an. Ja. Solche Personen und andere auch in einem Team zu haben, das könnte es eventuell sein, oder? Genau. Und das war ja in diesem Zeller Jugendamt schon sehr besonders, weil es einfach so sehr, sehr unterschiedliche Kolleginnen gab, die wirklich ein ganz breites Spektrum, also da waren Kolleginnen dabei, die noch in der Nazi-Zeit schon Fürsorgefreuen waren. Also das war schon sehr, da haben wir drüber gesprochen, viel drüber gesprochen. Naja. Schon zu dieser Zeit, du bist ungefähr 6 Jahre der Jugendamt in Zell am See. Während der Zeit kommt schon so ein Zug an dir durch, also wenn man sich mit dir unterhält oder auch deinen Lebenslauf liest, der dich offensichtlich bis heute so begleitet. So diese Geschichte, wenn irgendwo Mangel an etwas ist oder wenn irgendwo etwas fehlt, dann gehört etwas Neues her oder dann muss man sich, dann muss man aktiv werden und schauen, dass irgendwas Neues entsteht. Also während der Zeit hast du dann auch schon mitgearbeitet am Aufbau eines Jugendamtes in Saalfelden. Eines Jugendzentrums. Mhm. Jugendzentrums, ja. Genau. Was war denn da quasi eure Herausforderung? Das Besondere, da hat es nichts gegeben, obwohl Saalfelden ja sicher auch damals schon drittgrößte Ortschaft des Salzburger Landes gewesen ist, so wie heute. Ja, genau. Und wir hatten am Jugendamt, das war auch so eine Besonderheit, die habe ich auch durch mein ganzes Leben mitgenommen, wir hatten immer Praktikanten und Praktikantinnen und die waren natürlich dann auch jung. Und die hatten auch zum Teil, die kamen aus den Ortschaften und die hatten einfach auch Interessen da, dass da was entsteht. Und das war ungeheuer wertvoll, das mitzunehmen. Und wir haben damals ja auch, das waren ja auch so wirklich so prekäre Häuser, so Lokale, die für junge Leute ja total. Es passt für sie, ja. Später dann denkt man sich, Gottes Willen, so eine Bude. Aber die haben das voll genossen, ja. Und also ich bin ja erst später, ich habe das lange Zeit auch fast ein bisschen geglaubt, dass man als Sozialarbeiterin immer selber auch so irgendwie prekär lebt, ja, so in so bisschen alten Häusern und so. Und das glaube ich nicht mehr jetzt. Also ich glaube, das braucht gute Bedingungen für diese Arbeit. Aber das war damals so, wir haben da einfach wirklich so ein Jugendzentrum, sowohl in Saalfelden, in Zell am See war ich dann nicht mehr so mit dabei, aber das ist auch vom Jugendamt ausgegangen. Und das war eben auch dieses Besondere an diesem Jugendamt, dass es da einfach viele, viele Impulse gab, die aufgegriffen wurden und dann verfolgt wurden. Und dieses Jugendzentrum Saalfelden, das besteht bis heute, oder? Ja. Das besteht. Es ist, ich glaube nicht mehr, dass es das ohne Unterbrechung, also da war sicher mal eine Unterbrechung, aber ja, das wurde weiter verfolgt. Ja. Ja. Gut, 6 Jahre bist du dort in Zell am See und Saalfelden tätig. Danach wechselst du nach St. Johann in den Pongau und beginnst dort als Bewährungshelferin zu arbeiten. Und das ist dann eine Arbeit, die wirst du sehr lange machen, insgesamt 17 Jahre. Was wären denn so die Gründe für diesen Wechsel? Weil, also so, wenn man dich erzählen hört, dann hat man das Gefühl, also am Mangel am Spaß an der Arbeit oder so kann es ja nicht gelegen sein. Also es muss irgendetwas anderes gegeben haben, das dich irgendwie weggezogen hat oder hingezogen hat zu was Neuem. Naja, das war eigentlich ein sehr dramatischer Vorfall, der mich da weggezogen oder weggebracht hat im Grunde. Das war ein Kindestod in der Region von St. Johann.
Und dabei wurde auffällig, dass St. Johann einfach total schlecht besetzt war als Jugendamt. Und wir wurden Dienst zugeteilt. Das war damals so. Man konnte einfach als Sozialarbeiterin praktisch wohin versetzt werden. Wir haben uns dann sehr dagegen verwehrt und hatten auch sogar einen, wurden sogar zitiert zum Landeshauptmann, damals dem Vater des jetzigen Landeshauptmanns. Und er hat sich sehr empört über uns, weil er gesagt hat, so, heute kommen die Sozialarbeiter und morgen kommen dann die Straßenarbeiter und wer kommt dann übermorgen? Wer quasi regt sich da auf? Ja? Wir haben so argumentiert, dass eben soziale Arbeit so etwas schwer Übertragbares ist. Also das kann man nicht sozusagen von hier auf jetzt, mache ich ein bisschen 3 Monate lang Sozialarbeit in einer Region. Ja? Das ist halt schwierig. Und bei dieser Gelegenheit habe ich dann meinen späteren Mann kennengelernt, den Franz Rest, weil ich eigentlich auf der Suche war nach einer Unterkunft für ein Mädchen in dieser Jugendamtssozialarbeit. Und ich bin der Liebe wegen dann in den Pongau gewechselt und auf diesen Bauernhof eingezogen, der eben auch mein Leben bedeutet. Und zu dieser Zeit war dann die Bewährungshilfe auf der Suche nach einer Sozialarbeiterin und da habe ich mich beworben. Obwohl ich das eigentlich das Jugendamt total geschätzt habe. Also ich habe das wirklich, die Arbeit dort sehr gemocht. Bin ich dann in die Bewährungshilfe gegangen und es war dann schon wieder so ähnlich wie in Pinzgau auch, dass wir dann zu dieser Zeit, das war ja eben in den Beginn 80er Jahre, da waren Dinge so stark im Fluss, zum Beispiel so Netzwerke aufzubauen, um Leuten eine bessere Hilfestellung geben zu können in sehr unterschiedlichen Lebenslagen. Das war zum Beispiel innergebirg das Problem mit psychischer Krankheit. Die mussten ja immer alle nach Salzburg in die Dopplerklinik gehen und waren dann entwurzelt, bekamen keinen Besuch oder wenig Besuch und dann wieder zurück und irgendwie entfremdet und schwer mit dem zu Rande gekommen, was jetzt wieder Neues zu tun ist. Und diese Geschichten sind damals sehr stark entstanden. Das ist das eine, so dieses soziale Netzwerk. Und das andere war damals schon auch Langzeitarbeitslosigkeit. Das ist auch da kommen wir noch dazu. Irgendwer hat ein Mikrofon an und da haben wir ein unangenehmes Nebengeräusch. Vielleicht können alle, bis auf die Heidi und mich, ihre Mikrofone ausschalten. Danke. Für diejenigen, du hast jetzt einmal ganz kurz erwähnt, dass du dann zu deinem Mann auf einen Bauernhof gezogen bist oder mit ihm zusammen einen Bauernhof übernommen hast. Das ist eine Geschichte, da möchte ich nachher noch einmal drauf kommen. Also all diejenigen, die sich jetzt denken, da fährt er jetzt drüber und das täte mich noch interessieren, die sollen wissen, das kommt noch, die Heidi Rest-Hintersee als Bäuerin. Mich würde jetzt noch ein bisschen interessieren, Mai, also ich habe von Sozialarbeit nicht sehr viel Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass auch einige andere Personen unter den Teilnehmenden heute Abend sind, die sich nicht so in allen Details auskennen. Vielleicht kannst du uns ganz kurz einmal so ein bisschen erklären, was waren denn so die größten Unterschiede zwischen dem, was du an Arbeit da in Zell am See gemacht hast, der Jugendamt und dann nachher in der Bewährungshilfe? Man wird für beides als Sozialarbeiterin ausgebildet, aber die tatsächliche Arbeit, die wird ja wahrscheinlich doch schon ganz gehörig verschieden sein, oder? Ja, das ist sehr unterschiedlich. Das eine, Jugendamtssozialarbeit ist natürlich eine ganz stark bestimmte Arbeit mit Frauen. Also da arbeitest du fast ausschließlich mit Frauen und wenn mit Männern, dann eher in einer sehr schwierigen Situation, weil das oft Väter sind, die Probleme haben mit Behörden, die in ihren Familien Schwierigkeiten haben und da kommt man oft in eine auch schwierige Situation. In der Bewährungshilfe arbeitest du fast ausschließlich mit Männern und mit sehr vielen jungen Männern und was mir dann später in meiner politischen Arbeit sehr geholfen hat, du hast einen Schwerpunkt in Männer in Beziehungen zwingen, ja? Also als Bewährungshelferin. Ja, die sind widerständig, die wollen nichts von dir wissen, die sagen, lass mich in Ruhe und was willst du von mir? Und dann geht es darum, Vertrauen aufzubauen und Beziehungen aufzubauen.
Und nicht nur auch zu den Bewährungshilfeprobanden, sondern auch zum Beispiel Polizei ist ein großes Thema. Ja? Gendarmerieposten, Bad Gastein bleibt mir ewig in Erinnerung, weil mir da einer vorgeworfen hat, was das für eine Gemeinheit ist, dass der Gauner kriegt Bewährungshilfe, ja, von einer jungen Frau, und was kriegt er? Nix, er kriegt Probleme mit diesem Idioten, der da dauernd auffällig ist. Ja, also das war schon auch, war schon auch eine Erfahrung, dass, diese Beziehungsarbeit natürlich auch sehr verschieden gesehen wird und beurteilt wird. Aber die einzige Möglichkeit, das ist zumindest meine tiefe Überzeugung, ich glaube, dass das Bewährungshilfekonzept ein unglaublich gutes Konzept ist. Über das wird ja sehr wenig geredet eigentlich. Mhm. Wenn das gelungen ist, wenn dieser Beziehungsaufbau gelungen ist, und wenn vor allem natürlich noch bei jüngeren Menschen, wenn das dann auch gelingt, dass die etwas finden, was ihr Herz erfüllt, dann sind die gerettet. Ich kann mich gut erinnern an einen jungen Mann, der war wirklich sehr, sehr auffällig, und dann hat der eine Malerlehre begonnen. Und er war ergriffen von dieser Malerlehre. Das war sein Leben. Er war irgendwie, es war alles erledigt für ihn. Also er musste jetzt überhaupt nicht mehr irgendwie auffällig sein. Ja? Natürlich gab es auch andere, die waren viel älter, und es ist so viel schon passiert, dass man das schwierig wieder ändern konnte. Aber und es ist auch so, dass viele junge Männer, die aus einem Milieu kommen, wo wenig Freundschaft und Fürsorglichkeit herrscht, die haben kurze Lebenszeiten. Da sind viele gestorben schon. In diesen 17 Jahren hast du dann neben einigen anderen Sachen, auf die wir auch noch zurückkommen, aber es ist gar nicht so einfach, in dein Leben wirklich so eine Ordnung reinzubringen. Eine stringente Spur hineinzubringen, weil da immer wieder so Verästelungen nach allen möglichen Seiten stattgefunden haben. Aber du hast einige Initiativen gestartet, die quasi einen direkten Zusammenhang mit deiner damaligen Arbeit als Bewährungshelferin gehabt haben und die es auch heute, 20 Jahre später, immer noch gibt. Und zwei davon möchte ich, dass wir uns ein bisschen genauer anschauen. Fangen wir vielleicht einmal so mit dem Pongauer Arbeitsprojekt an, das dich so ab Mitte der 90er Jahre ein bisschen auf Trab gehalten hat. Worum geht es da? Was war da die Idee dahinter? Ja, das war auch so eine Geschichte, wo die Notwendigkeit uns irgendwie vorgeschrieben hat, was jetzt zu tun ist. Es kam zu mir der Karl Stangl, der war sehr berühmt damals in Pongau, das war eigentlich ein Latein- und Griechisch-Professor, der irgendwann beschlossen hat, auszusteigen und gesagt hat, er kann mit 5 Schilling am Tag leben. Und er hat so große Entrümpelungsaktionen gemacht. Und er kam zu mir und hat gesagt, so geht das nicht mehr weiter. Rund um den Bahnhof lungern so viele Menschen, die haben schwere Alkoholprobleme und keine Arbeit, und da müssen wir jetzt was machen. Und er hat eben vorgeschlagen, dass man mit so einem Entrümpelungsprojekt, also dass die eben die Sachen abholen. Und er hatte so eine geniale Idee, dass immer wenn man zum Beispiel ein altes Haus, wo jemand gestorben ist, ausräumt, dann müssen diese Dinge von dem Menschen 14 Tage abliegen oder abhängen, hat er das genannt. Und er hat das in dem großen Bubendorfer Areal, das war so eine riesige Werkshalle, hat er das abhängen lassen. Und dann hat er sortiert nach, kann man noch was machen damit oder nicht. Und das war so seine erste Idee. Und ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, das ist ja die totale Arbeit, bist du wahnsinnig. Und habe gesagt, naja, also natürlich, in der Bewährungshilfe hattest du immer damit zu tun, dass Leute einfach keine Arbeit mehr gefunden haben, nicht mehr zurückgefunden haben in so ein Leben. Und das war schon ein wichtiges Thema. Und damals der Hans Steinlechner, der war auch sehr berühmt in St. Johann, der war damals eben Energiekoordinator und hat auch das Klimabündnis mit gegründet in St. Johann. Der hat gesagt, wir machen das jetzt. Und dann haben wir das wir waren zu zweit zuerst, und dann sind wir immer mehr, also eigentlich waren wir dann das, was man so die Honoration, also außer mir als Bewährungshelferin, aber die Honoration eines Dorfes nennt, das war der Pfarrer, das war der Richter und das war
ein Gemeindemensch, eben der Hans Steinlich. Mhm. Und ich. Und so ist dieses Bongar-Arbeitsprojekt entstanden, hat dann vorher Renaissance geheißen, weil da gab es einen, der hatte schon eine ähnliche Idee und hat am Anfang mitgearbeitet. Und dann hieß das eben Bongar-Arbeitsprojekt und war zuerst, also wir hatten in den ersten Jahren ungefähr 52 Sitzungen im Jahr, also eigentlich jede Woche eine Sitzung. Also das war der totale Arbeitsstress, was wir da gemacht haben. Aber jetzt, und es ist auch eine ganz neue Geschäftsführerin bei den Zuhörerinnen, habe ich gesehen, jetzt haben wir da ein sehr schönes, finde ich sehr schönes, kann man nicht mehr Projekt nennen, das ist wirklich eine Firma, ein Betrieb mit einem Schwerpunkt immer noch mit eben auch Entrümpelung, Altkleidersammlung, aber auch Werkstatt, Holzwerkstatt, Kreativwerkstatt. Ja, und das ist wirklich sehr schön. Und du weißt, wie viele Arbeitsplätze da ungefähr dranhängen, dass man sich das auch von der Größe her ungefähr so vorstellen kann. Ja, also das sind Transitarbeitsplätze, die eben wechseln, also wo Leute dann bis zu einem Jahr dort arbeiten. Und die Schlüsselarbeitskräfte, das ist also, wie viel es konkret im Moment sind, 35, schätze ich mal, 35 Arbeitsplätze in einer Region, wo eben sehr stark, wenn überhaupt was, der Tourismus neue Arbeit Arbeitsplätze bietet. Schafft, ja. Genau, und wenig andere Arbeitsplätze. Mhm. Und eben auch der Hans Steinlich hat das wunderbar gesagt. Er hat gesagt, aus dem Scheitern, das kommt ja eigentlich von einem Schiffswrack, das sind Scheiter, das Schiff ist zu einem Scheiterhaufen geworden, sozusagen, wieder was Neues bauen. Mhm. Das war unser Motto damals. Und du bist heute auch noch in diesem Projekt, es heißt immer noch Pongauer Arbeitsprojekt, ja, oder? PAP, genau. Auch wenn du sagst, es ist kein Projekt mehr, sondern es ist einfach inzwischen eine aufs Gemeinwohl orientierte Firma, ein Unternehmen, das einfach Arbeitsplätze bietet. Du bist da heute auch noch irgendwie aktiv oder? Ja, ich bin immer noch Obfrau oder wieder Obfrau. Ich habe da schon alles Mögliche durchlaufen und jetzt, ja, bin ich Obfrau. Okay, dann gibt es eine zweite Initiative, wo du auch von Anfang an mit dabei gewesen bist, Cocoon. Heute Abend übrigens auch Kooperationspartner bei dieser Veranstaltung. Cocoon als Abkürzung für Kommunikation und Kontakt. Und die Unterzeile, die sagt natürlich schon, worum es geht. Beratung und Bildung für Frauen. Welche Mangel oder welchem Defizit sollte denn mit dieser Initiative entgegengewirkt werden? Ja, das war 1997, da gab es so eine große Initiative vom Land Salzburg zum Thema Gewalt gegen Frauen. Damals, glaube ich, sind auch diese, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, diese 15 Tage gegen Gewalt gegen Frauen ausgerufen worden. Und da habe ich schon das Glück gehabt, dass mein Arbeitgeber, nämlich die Bewährungshilfe, das auch als Thema aufgegriffen hat und sie sozusagen auch von der Täterseite hingewandt hat zu diesen betroffenen Frauen, ja, die sehr oft von Gewalt ihrer Männer oder Freunde betroffen waren. Und wir haben das ganz am Anfang auch so in Zusammenarbeit einerseits dem Frauenbüro und andererseits auch den einzelnen Gendarmerieposten, weil es war halt wirklich schwierig, also da begann das mit den Wegweisungen, also dass man gewalttätige Männer oder Menschen aus dem Haushalt wegweist und jetzt weiß einmal einen gewalttätigen Bauern von seinem Bauernhof weg. Ja? Also das Thema wurde ja gar nicht angeschnitten. Und das eben besprechbar zu machen und Frauen Perspektiven zu bieten, dass sie sich Hilfe holen können und aus so einem Teufelskreis aussteigen können und dann auch in der Folge beruflich sich zu qualifizieren und eine Arbeitsstelle zu bekommen, wo sie dann auch selbstständig unabhängig vom Einkommen des Mannes wurden. Das war ein ganz wichtiger Beweggrund für mich, mich da einzumischen. Und es war auch ein bisschen ein Konflikt dann letztlich in meiner
Arbeitsstelle in der Bewährungshilfe, weil ich gefunden habe, dass eigentlich Bewährungshilfe hat dann eine Zeit lang eine Opferberatungsstelle betrieben und ich habe gefunden, dass das nicht geht. Das wollten Sie noch dazu in den gleichen Räumlichkeiten wie unser Bewährungshilfeberatungsbüro war und das geht nicht. Die Opfer, die brauchen geschützte, sozusagen geheiligte Räume, wo sie nicht mit Tätern in Berührung kommen. Das geht einfach nicht. Es war ein bisschen ein Konflikt mit der Bewährungshilfe, aber sie haben das auch dann wahrgenommen, dass das so ist. Du bist bei Kokon bis vor kurzem, bis 2018, Vereinsobfrau gewesen. Das heißt, du warst 20 Jahre mehr oder weniger dabei. Was würdest denn du sagen, was ist denn so der größte Erfolg oder was sind die großen Erfolge, die man in diesen oder Frau in diesen 20 Jahren einfahren konnte? Also ein ganz wichtiger Teil für mich ist, das Thema Regionalentwicklung ins Frauenbewusstsein zu bringen. Wir haben dann einige sehr erfolgreiche Projekte im Rahmen von LIDA umgesetzt und haben Geld in die Region geholt, das wäre sonst einfach nicht abgeholt worden. Das ist so ein europäisches Förderprogramm für genau. alle, die Genau, also LIDA ist eben so ein Regionalförderprogramm. Wir haben da angefangen von Mentorinnenprojekte über Energieberaterinnenausbildung, auch dann eben so politische, wir haben die Frauen, sage ich jetzt mal, ein bisschen gemein angefixt. Die sind dann nach Wien gefahren mit uns ins Parlament und sind das erste Mal dort gewesen. Und ich glaube nicht, dass es so viele Fraueneinrichtungen gibt, wo, jetzt muss ich nachdenken, zwei Nationalratsabgeordnete, eine Landtagsabgeordnete, also die waren jeweils im Vorstand. Jetzt ist wieder die Rosa Lohfeier, die auch im Nationalrat für die SPÖ saß, Obfrau. Also wir haben da einfach auch so Role Models installiert. Also dass Frauen auch sehen, das ist möglich. Das ist nicht, eben wir haben das ganz oft erlebt bei Sitzungen oder bei Veranstaltungen mit Frauen, immer wenn es zum Thema Politik kam, dann haben die sich abgewandt und gesagt, ah, Politik, pfui Teufel, das wollen wir nicht. Und wenn man, wenn, also ich, weil ich kann das ja, das kann ich ja fast singen, ja, das ist die Politik, die Kunst der Politik, das ist was Großartiges. Da kann man Dinge umsetzen, da kann man was vertreten und weiterbringen. Und da habe ich dann, glaube ich, einige mit meinem Enthusiasmus angesteckt. Das war das eine. Und das zweite, was ich auch total schätze, ist, dass wir über all diesem Ernst nicht auf die Freude und die Lust vergessen haben und da ein Frauenkabarett entwickelt haben, das für manche Frauen fast lebensrettend war. Also die haben sich da dann das erste Mal getraut, auf die Bühne zu treten und in einer völlig anderen Rolle, als sie sich selbst bisher definiert haben, wiederzufinden. Und das ist großartig. Ich war längere Zeit die Großmutter und musste das dann aufgeben, weil ich sonst solche Hüftprobleme bekommen hätte, weil ich immer so gehatscht bin bei diesen Aufführungen. Okay. Und da seid ihr dann in St. Johann oder in Pongau insgesamt aufgetreten, oder? Mhm, genau, auch in Salzburg. Mhm. Aha. Ja, zu den Initiativen, die du in dieser Zeit angeleiert hast oder wo du mit dabei gewesen bist, gehört ja unter anderem auch noch der Aufbau des sozialen Netzwerks Pongau. Da möchte ich aber drüber hinweggehen, weil ich habe noch eine ganze Reihe von anderen Fragen, die, glaube ich, auch interessant sind. 2002, jetzt hast du mehr als 20 Jahre Berufserfahrung im Bereich Sozialarbeit, veränderst du dein Berufsfeld noch einmal sehr, sehr radikal. Du wirst dafür die Grünen als Abgeordnete in den Nationalrat gewählt. So etwas fällt ja nicht wirklich vom Himmel. Das kommt ja nicht von heute auf morgen. Da bist du schon einige Jahre in Dorfgastein politisch aktiv gewesen und bist auch dort schon in den Gemeinderat gewählt worden. Was wären denn so die Punkte, die dich damals dazu gebracht haben, auch politisch aktiv zu werden? Jetzt hast du ja schon einen fordernden Beruf gehabt. Du wärst, wie schon erwähnt, du wärst schon Bäuerin.
Du hast inzwischen 3 Kinder gehabt. Jetzt wirst du dann eben auch noch politisch aktiv. Was war da so der auslösende Punkt oder die Punkte? Also warum ich ursprünglich in den Gemeinderat gehen wollte, war ein wirklich ganz, ganz basales Ereignis in meinem Leben, nämlich dass ich zum Amtsleiter in der Gemeinde gegangen bin und gesagt habe, weißt du, wir brauchen einen Mittagstisch im Kindergarten. Wir kommen sonst nicht zurück, wir berufstätigen Frauen rechtzeitig und wir können das nicht aushalten, dass unsere kleinen Kinder dann irgendwie da draußen stehen oder drinnen sind und von den Tanten schon ein bisschen unwillig da noch aufbewahrt werden sozusagen. Und dann war seine Antwort, du bist ja nur zu faul zum Kochen. Und das hat mich sehr politisiert. Dann habe ich gedacht, ja gut, okay, so kommst du mir nicht davon. Und dann haben wir das organisiert, ein paar Frauen von uns, dass wir einfach jeden Tag hat eine andere gekocht und das Essen in den Kindergarten getragen. Und dann hat sich herausgestellt, dass sich innerhalb kürzester Zeit 15, 20 Kinder angemeldet haben oder Frauen, die Kinder angemeldet haben, dass sie das auch gern hätten, weil sie, so wie ich, ja irgendwoher von Radstadt oder Salzburg heimgebraust sind, um die Kinder vom Kindergarten abzuholen. Und das war dann schon ein ganz guter Erfolg eigentlich. Und dann habe ich gemerkt, wir haben da keine Ansprechperson in der Gemeinde, weil das sind alles Männer, die wollten eigentlich ganz gern, dass die Frauen zu Hause sind, weil die wollten auch Mittagessen daheim. Ja? Nur die haben überhaupt kein Interesse gehabt, dass die Kinder da versorgt werden im Kindergarten. Und deswegen haben sie sich um das Thema überhaupt nicht angenommen. Und dann bin ich draufgekommen, halt beim drüber reden mit anderen Frauen und so, dass in den meisten Gemeindevertretungen 2 Frauen sitzen oder von jeder Partei eine, irgendwie eine Frau halt und alles andere waren Männer. Also das war dann immer so, Gemeindevertretung 17 Gemeindevertreter, 15 Männer, 2 Frauen. Oder 24 Gemeindevertreter, 4 Frauen, 20 Männer. Und dann habe ich gedacht, ich meine, das ist doch, das ist Gemeindepolitik, ja? Das ist doch das, was alle betrifft. Wieso kann das nicht paritätisch sein, dass da gleich viele Männer wie Frauen sind? Und das, da habe ich dann, das hat mich sehr politisiert. Diese Arbeit und dieses Bewusstsein, dass eben, was du täglich machst, bestimmt dein Bewusstsein und das möchtest du dann auch, dass in deiner Gemeinde gut läuft und gut vertreten ist. Und das hat mich dazu gebracht, dass ich mir gedacht habe, also wenn ich für dieses Parlament kandidiere, dann muss ich zuerst sowas wie eine Art Gesellenstück machen. Also jetzt nur Mittagstisch, Kindergarten ist noch zu wenig, das ist, ja. Aber das heißt, dass du wirklich von Anfang an auch schon ein bisschen so diese Perspektive Parlament im Kopf gehabt hast? Also nicht ursprünglich, wie ich in der Gemeinde war, aber ja. wie das dann zu der Zeit, also das ist ja vielleicht auch vielen von euch noch geläufig, hatten die Grünen ja einmal eine Krise in Salzburg und es war offen, wer jetzt da die nächste Zeit die Funktionen übernimmt. Der Christian Burzer wollte sich eigentlich, hat sich beworben nach einer Pause in der Landespolitik und der Helmut Hüttinger hat sich auch beworben und wir haben dann in dieser Zeit schon die Grünen Frauen gegründet und dann habe ich gedacht, naja, dann sind das wieder Männer und jetzt müssen wir einfach mal das probieren, ob das nicht geht. Und ich hab mir vorgenommen, ich muss das schaffen, dass ich für das Gasteinertal eine erneuerbare Energieversorgung ohne Gas und Öl schaffe. Und das war schon ein, also da musste ich wirklich, ich sage es jetzt ungern, aber es ist ein bisschen mein Motto geworden, mit List und Tücke arbeiten, weil es hätte überhaupt nicht geholfen, wenn ich das irgendwie blauäugig als Heidi Rest Hinterseer, Bleiwangbäuerin zu Dorfgestein, wenn ich das angegangen wäre so. Also da hätte ich mich lauwarm brausen gehen können. Und dann habe ich das mit den Ortsbauernobleuten und mit dem damaligen Vorstand der Salzburg AG, dem Arno Gasteiger, der wollte überhaupt nichts wissen davon. Der hat gesagt, na, wir fahren da jetzt mit dem Gas rein, fertig, aus, es gibt den Bedarf. Und dann habe ich ihn mit einem, weiß gar nicht, wie das gelungen ist, aber ich habe zu ihm gesagt, okay, ich habe als Kind gedacht, die von der Safe,
weil das hat damals noch SAFE geheißen, die Salzburg AG, die von der SAFE, das sind die Guten, weil die haben das Licht gebracht in die Zellerstraße. Das kann ich mich gut erinnern, wie die diese Lampen, Laternenpfähle da errichtet haben. Und dann war es auf einmal hell am Abend. Man musste sich nicht mehr fürchten beim Heimgehen. Und jetzt weiß ich, ist jetzt nicht die Guten. Und das hat ihn zutiefst getroffen. Er war nämlich, ist ja auch ein Pinzgauer und war irgendwie von dieser Geschichte angerührt. Er hat sich gedacht, ach, ich möchte aber schon ein Guter sein. Und dann hat er gesagt, okay, Sie kriegen ein Jahr. Ein Jahr, um das umzusetzen, dieses Biomasse-Heizkraftwerk. Und in diesem Jahr haben wir es geschafft. Also wir haben zwei Biomasse-Heizkraftwerke sogar umgesetzt im Gasteinertal. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich sowas kann, also offensichtlich einen Bedarf feststellen, dafür kämpfen und das dann umsetzen, dann kann ich ja auch in die Politik gehen. Und diese damals geplante Gasverbindung, Gasschiene ins Gasteinertal, die ist dann nie mehr danach irgendwie aufs Tapet gekommen, oder? Na, die wurde errichtet. Also nicht nach Dorf, der hat ja Dorfgastein hat er sozusagen ausgenommen, weil ich ja Dorfgasteinerin bin. Okay. Dorfgastein ist Gas nie ins Netz gegangen. Okay. Das ist eine komplette Wärmeversorgung über das Biomasse-Heizkraftwerk. Und in Bad Hofgastein wurde es noch mit Gas beliefert. Und das ist jetzt auch dabei, das wird vermutlich über kurz oder lang sich ändern. Du wirst in den Nationalrat gewählt. Dein Arbeitsplatz ist dann im Prinzip in Wien von 2002 bis 2006. Du bist dann nicht mit der Familie umgezogen, sondern du bist gependelt. Ja, oder? Ja, genau. Vier Jahre. Einen Bauernhof kann man ja nicht mitnehmen. Ja. Also ich habe es einmal gerechnet, dass ich über 3 Monate im Zug gesessen bin in dieser Zeit. Also 4 Jahre lang Salzburg, Wien und zurück. Einmal die Woche, 2, 3, 4 Mal die Woche. Ja. Wie man es gebraucht hat, ja. Oder wie es halt auch für die Familie zuträglich war. Die mussten damals sehr, sehr radikal selbstständig werden. Und ich sage manchmal noch zu meinem Mann Franz, war die Gelegenheit, wo du einen so nachhaltigen Eindruck auf deine Kinder gemacht hast, dass sie dich lieben, immer noch, ja. Naja, es ist ja oft ein Problem, dass die Männer einfach zu wenig bei ihren Kindern sind und zu wenig Zeit mit ihnen verbringen und nachher fällt es ihnen dann ein. Es ja, gerade gewesen. In der Pubertät ist es so schwierig, weil da sind die Kinder ja dann so wieder borstig und so gar nicht kuschelig. Ja? Und, ja. So, in diesen 4 Jahren Nationalrat, was waren denn da so deine inhaltlichen Schwerpunkte? Wozu hast du da speziell gearbeitet? Ja, also ich war die Regionensprecherin der Grünen und das war auch habe ich ja auch eine Ausbildung gemacht zur Regionalentwicklerin, schon ganz früh eigentlich. Und das ist eben auch diese Regionalarbeit oder dieses Programm für die ländliche Entwicklung, das ja meistens eher so als Landwirtschaftsprogramm abgetan wird. Aber das ist eigentlich schon für die gesamte ländliche Entwicklung gedacht. Da fließen jedes Jahr Milliardenbeträge rein an Förderungen und viele Leute wissen das gar nicht. Und das war mir total ein Anliegen, dass ich das wirklich sehr stark in den Regionen verankert habe und habe damals ist auch der Begleitausschuss gegründet worden für dieses Programm für die ländliche Entwicklung. Da hatte sich früher die Landwirtschaft sehr dagegen verwehrt, dass da wer anderer auch mitspricht. Und wir haben das damals, also nicht ich allein natürlich, aber wir haben das damals geschafft, dass wir da eine starke Frauenvertretung gebracht haben. Also auch nicht üblich. Also wir haben so diese sogenannte kritische Masse, das kennen ja die Leute aus der Atomenergie, was die kritische Masse ist. Das haben wir dann eben in der Politik sozusagen, so viele Frauen, 33% Frauen müssen sein, damit sich was bewegt, sonst bewegt sich nichts. Tourismus war aber auch ein Schwerpunkt von dir. Ja. Tourismus war auch ein Schwerpunkt. Natürlich eine totale Fehlbesetzung, weil ich war ja immer nur touristische Arbeiterin. Also ich habe ja während meiner ganzen Studienzeit und auch schon in der Gymnasiumzeit immer im Tourismus gearbeitet. Das war ja ganz bei uns ganz üblich und einfach. Und ich hatte natürlich ein sehr, sehr kritisches Verhältnis zum Tourismus. Mhm. Und das war aber, finde ich, trotzdem wichtig, dass das auch einmal
gesprochen wird und darüber verhandelt wird. Du bist dann nach 4 Jahren wieder aus dem Nationalrat ausgeschieden. Das ist ja nicht irgendwie das Übliche, dass Mann oder Frau nur eine Legislaturperiode im Parlament bleibt. Wieso eigentlich dann nach 4 Jahren wieder Schluss? Naja, das war so, also ich war in der Gemeindevertretung, ich war im Nationalrat, ich war ja auch auf dem Bauernhof und auch zwischendurch mit Familie und so weiter beschäftigt und habe einfach viel zu wenig für mein Standing sozusagen gemacht und hatte noch dazu als Konkurrentin die Landesgeschäftsführerin, die ja eigentlich dazu da war, mich zu unterstützen, ja, als Abgeordnete, auch in der Gemeinde. Und sie hat gewonnen. Also ich habe da einfach dann bin gescheitert mit meiner zweiten Bewerbung und bin dann wieder zurückgekommen und habe aber schon in Wien damals bei einer Demo, denn es war auch eine Anti-AKW-Demo, den Franz Koch kennengelernt. Und der hat mir sein Ökostrombörsenkonzept da erzählt. Also das war so eine Zeit, wo du dich quasi wieder neu hast orientieren müssen, wieder weg von Wien, wieder zurück. Du hast dann auch noch einmal Studium in St. Pölten an der Fachhochschule zwischendurch reingeschoben und kommst dann 2006 wieder zurück nach Salzburg und bist dann quasi bis zu deiner Pensionierung jetzt vor 2 Jahren in der Ökostrombörse oder an der Ökostrombörse tätig als Geschäftsführerin. Was ist diese Ökostrombörse? Erzähl uns einmal, was muss man sich da vorstellen? Was machen die? Also 2006, wie ich vom Parlament weggegangen bin, war es ja so, dass dieser ganze erneuerbare Energie am Markt zum Erliegen gekommen ist. Die Förderungen waren katastrophal. Man hat das überhaupt nicht besonders wichtig genommen. Die Preise waren hoch. Also damals hat ja ein Photovoltaik, also 4 Module, weil das jetzt ein KW-Peak ist sozusagen, haben damals 20.000 Euro gekostet. Und das hat sich einfach niemand leisten können. Und dann haben wir, das war auch mit Vorarlberg zusammen, mit dem Hans Bunzenberger, haben wir sozusagen auf einer sehr einfachen Ebene begonnen, Leute zu fragen, ob sie sich vorstellen können, einen freiwilligen Förderbeitrag zu leisten, damit mehr erneuerbare Energieanlagen entstehen. Und gleichzeitig auch sie selbst zu ermutigen, du kannst dir selber auch eine bauen. Wir unterstützen dich dabei. Und das war am Anfang, war das wirklich einfach eine Bitzelarbeit, wobei man sagen muss, der Franz Koch hat das schon damals geschafft, mit dem Michael Strebel zusammen die Salzburg AG da an Bord zu holen. Und die haben das am Anfang, glaube ich, schon irgendwie ein bisschen gefunden. Aber die haben dann irgendwann auch gemerkt, also zumindest schadet das nicht, wenn sie dieses Kundensegment der Öko-Freunde auch bedienen können mit einem eigenen Öko-Label. Also Börse ist in dem Fall nicht irgendwie ein Ort, wo etwas gehandelt wird, in dem Fall Ökostrom, sondern wo Austausch stattfindet, wo Beratung stattfindet, wo Leute sich treffen, die einfach auf der Suche nach Informationen sind und andere, die diese Informationen auch geben können. Genau. Okay. Und außerdem war wichtig bei der Ökostrombörse, das war auch das Konzept, finde ich auch ziemlich großartig. Die Plage ist ja auch Mitveranstalter heute oder Unterstützer. Damals war es ja so, dass die Salzburger AG in einem wirklich schwerwiegenden Konflikt mit der Plage lag oder umgekehrt die Plage eigentlich mit der Salzburger AG, weil die gesagt haben, ihr tut es immer so ökologisch, aber in Wirklichkeit verkauft sie auch Atomstrom und der ist halt nicht sichtbar, ja. Und da gab es ja wilde Kämpfe natürlich. Der Heinz war da ja wirklich ein unverbrüchlicher Kämpfer für den Ökostrom und gegen Atomkraft. Und das war wichtig, dass wir da in eine Kommunikation gekommen sind. Da hat mir das ja schon wieder geholfen, diese sozialarbeiterische Kompetenz
Leute in Beziehung zu bringen. Ja? Mhm. Und das ist dann wirklich, hat dann wirklich auch mit Naturschutzbund, mit dem Hannes Augustin und dem Heinz Stockinger extrem gut gefruchtet, dass wir da in einen Austausch gegangen sind. Ich weiß ja ein bisschen aus eigener Erfahrung als ehemaliger Klimabündniskoordinator im Land Salzburg, dass im Energiesektor ja oft mit harten Bandagen gekämpft wird. Also weil natürlich diejenigen, die Profit aus der jetzigen Situation schlagen, nicht unbedingt auf Veränderungen aus sind und sich teilweise mit Händen und Füßen dagegen wehren. Ihr habt es dann auch zu spüren bekommen, wo ihr im Rahmen dieser Ökostrombörse diese Agentur für erneuerbare Energien gegründet habt. Worum ging es denn da genau bei dieser Agentur oder geht es immer noch darum? Ja, und zwar, das ist eigentlich aus einer positiven Entwicklung heraus entstanden, weil durch unsere Nachbarschaft zu Deutschland hat es ja eine ganz deutliche Verbesserung auf dem Markt gegeben in der Preislandschaft für Photovoltaik. Das heißt, diese Anlagen wurden eigentlich auch für die Normalverbraucher erschwinglich. Und wir haben aufgehört, sehr kleine Anlagen zu fördern, weil die waren eigentlich wirtschaftlich leistbar. Und die Leute hatten ja auch den Vorteil, dass sie dann den Strom ja auch selber verbrauchen können. Und dann haben wir gefunden, es muss einen Rumpler machen. Es muss mehr passieren. Also wenn wir wirklich erneuerbar werden wollen, dann müssen ja da nicht 10 Anlagen im Jahr gebaut werden, sondern 1000 und große Anlagen. Und darum haben wir begonnen, das eben mit Bürgerbeteiligung zu machen. Also dass sich Bürger an solchen Anlagen beteiligen können, dass wir die Gelegenheit nutzen können, Öffentlichkeitsarbeit zu machen mit diesen Beteiligungsanlagen und dass wir das vor allem auch für Gemeinden aufmachen, weil also diese großen Anlagen, die da entstanden sind, sind alle auf öffentlichen Dächern entstanden, außer eine, die auf dem EZA-Gebäude steht. Was heißt jetzt Bürger beteiligen sich an solchen Anlagen im konkreten Fall? Ich glaube, das ist nicht allen wirklich so geläufig, wenn man sich nicht Tag ein, Tag aus damit beschäftigt. Ja, also die beteiligen sich nicht nur gedanklich und inhaltlich, sondern wirklich mit Geld, mit ihrem Geld, setzen Geld ein, damit die Anlage entstehen kann. Die wird also praktisch von den Bürgern komplett ausfinanziert und die bekommen dann für den Zeitraum des Betriebs der Anlage dann laufend ihre Einzahlung zurück mit Zinsen. Das ist nicht viel, aber mehr als du auf der Bank bekommst. Und was einfach das Großartige ist, das ist ein Herzenswunsch von vielen Bürgern, sich an solchen interessanten, guten Projekten zu beteiligen. Das würde wahrscheinlich nicht nur für Photovoltaik zutreffen, das wäre vielleicht auch für, keine Ahnung, wichtige Einrichtungen für eine Gemeinde nutzbar. So ein Beteiligungsinstrument. Und es ist sehr aufwendig, weil man muss ja die Bürger einladen. Und dann gibt es ein Prozedere, das man einhalten muss, damit eben die Finanzmarktaufsicht nicht unzufrieden ist. Und dann, aber dann kann man wirklich jedes Jahr diese Bürger darüber informieren, wie hat deine Anlage funktioniert, wie viel Strom ist erzeugt worden, was konnte davon verbraucht werden in den Gemeinden. Und wir haben damit einfach ein gutes Instrumentarium für Öffentlichkeitsarbeit. Das ist das, was heutzutage auf Neudeutsch, glaube ich, Crowd-Investing oder Crowdfunding genannt wird. Also viele, viele Leute, die ja teilweise auch kleinere Beträge zusammenlegen und damit doch auch Größeres bewirken können. Genau. Ja. Ihr habt speziell bei der Gründung dieser Agentur doch auch einiges an Widerstand zu spüren bekommen. Und ihr habt euch dann irgendwo zu helfen gewusst. Meistens ist es ja so, dass an Widerstand auch wieder irgendwas Neues entsteht. Ihr habt euch dann selbst den nötigen Rückenwind organisiert. Genau. Also wir haben fast 3 Jahre mit dem Revisionsverband von der Raiffeisen gerungen, weil die wollten uns nicht als Genossenschaft akzeptieren. Oder haben eigentlich immer so schwierige oder so
weltfremde Auflagen erteilt. Sie wollten zum Beispiel, dass jede PV-Anlage eine eigene Genossenschaft gründet. Ja? Photovoltaik, PV. PV, genau. Und jetzt muss man verstehen, dass, allein die Revision von so einer Genossenschaft schon pro Jahr so in etwa 1.500 bis 2.000, muss man ansetzen, frisst. Ja? Und die Photovoltaik erzeugt ja nicht wie der Wind Unmengen von Strom. Und das wäre sich einfach gar nie ausgegangen. Und wir haben irgendwie nicht gewusst, wissen die das nicht oder wollen die uns einfach nur irgendwie aufhalten? Also das war schon eine spezielle Person dort, die jetzt nicht mehr dort ist. Also die waren einfach sehr widerwillig und haben uns, dann haben sie gesagt, na, jeder Bezirk muss eine eigene Genossenschaft gründen, weil das geht nicht, das ist dann nicht mehr regional. Ja, Raiffeisen International ist auch nicht regional, aber wir mussten eben, hätten dann für jeden Bezirk eine Genossenschaft gründen sollen. Und das Letzte war dann noch, dass wir, das Statut von Raiffeisen kennt keine weibliche Form. Ja? Also da gibt es nur Obmänner. Und ich habe dann mir erlaubt, dieses Statut umzuschreiben auf Vorsitzende und eben gegendert. Und das hat ihn so aus dem Häusel gebracht, der war bald über den Tisch gesprungen und hat alle anderen gesagt, schaut euch das an, mit dem quält sie mich jetzt seit 3 Jahren, mit so einem Scheiß. Ja. Dann habe ich einfach gedacht, es wird Zeit für was Neues. Also das kann nicht sein, dass diese Altmännerpartie da so eine wahnsinnige Wichtigkeit dauernd hat. Und weil das mehrere Leute zu dieser Zeit gerade empfunden haben, zum Beispiel auch der Heinz Staudinger, haben wir dann eben den Revisionsverband Rückenwind gegründet. Vielleicht muss man da ergänzend dazu sagen, dass jede Genossenschaft per Gesetz einmal im Jahr durch so einen Genossenschaftsverband revidiert werden muss, wenn ich alles, das richtig alle im zwei Kopf Jahre. Habe. Alle zwei Jahre. Ja, genau. Das heißt, man muss, wenn Mann, Frau eine Genossenschaft gründet in Österreich, in Deutschland ist genau gleich, glaube ich, muss man zu so einem Verband dazugehen oder so ein Verband muss damit einverstanden sein, diese Revision auch regelmäßig durchzuführen. Sonst kann man keine Genossenschaft gründen. Und nachdem ihr da solche Schwierigkeiten bekommen habt, habt ihr einfach selbst einen eigenen Verband gegründet. Genau. Ich weiß noch, wie ich das beim Land in der Energieabteilung gesagt habe. Also dem Kollegen ist irgendwie alles runtergefallen. Er hat gesagt, hast du eigentlich sonst nichts zum Tun? Und ich habe einfach gesagt, na, aber das geht einfach nicht. So kann man nicht arbeiten. Ja? Da wird nichts, da wird sich keine Veränderung ergeben. Und es ist wirklich seit 100 Jahren ein neuer Revisionsverband gegründet worden. Ja? Muss man sich vorstellen. Also es gibt, ich habe da ein bisschen noch auch nachgeschaut, es gibt in Österreich nur 5, jetzt inklusive Rückenwind, und wirklich über 100 Jahre lang kein Fünfter dazugekommen. Also kann man nur gratulieren, dass so etwas gelungen ist. Ja. Ja, wir haben jetzt so die verschiedenen Stationen deiner Berufslaufbahn angeschaut, sind eigentlich 2019 mehr oder weniger am Ende von deinem aktiven Berufsleben angekommen. Es fehlt aber noch eine ganz wichtige Sache und auf die hatte ich vorhin schon aufmerksam gemacht. Du bist seit 1987, also schon gut über 30 Jahre, bist du am Bleiwanghof in Dorfgastein im Gasteinertal Bäuerin. Wie ist es denn dazu gekommen? Naja, indem ich einen Bauern geheiratet habe. Und eigentlich hatte ich ja vorher die Meinung, wenn man einen Bauern heiratet, muss man nicht Bäuerin werden. Weil ja auch jemand, der einen Schornsteinfeger heiratet, nicht Schornsteinfegerin wird oder ein Tischler nicht Tischlerin. Aber bei einem Bauernhof ist das eigentlich schwierig. Also ich bin jedenfalls, ich bin zu dem Ergebnis gekommen, das geht eigentlich gar nicht. Du musst dich, du lebst ja auf dem Bauernhof, im Ablauf dieses Hofes, was da zu tun ist. Ja? Und am Anfang, das war ja auch das Glück mit der sozialen Arbeit, dass im Sommer oft weniger los war. Und da hatten wir die Heuarbeit zu tun. Und da habe ich mich dann oft gefragt, was eigentlich der Unterschied ist zwischen eben meiner Erwerbsarbeit in der sozialen Arbeit und der bäuerlichen Arbeit. Und dann bin ich draufgekommen, dass das einfach so, das ist so was Einfaches. Du weißt, du gehst jetzt in diese Sonnenhitze hinaus, um Futter zu machen, weil die Kühe einfach im Winter Futter brauchen. Und das ist sowas von einfach. Da brauchst du nicht lang nachdenken, warum, wieso, nützt das was, was wird da in 20 Jahren rausschauen und so. Also es sind alles ganz einfache Sachen.
Und das, das glaube ich, ist auch das, was so eine tiefe Sehnsucht von vielen Menschen ist. Wenn wir bei unserer Leiten, die doch ziemlich steil ist, herunterheuen, dann bleiben Leute stehen und schauen uns einfach zu. Und im Bäuerlichen ist das ja eigentlich ziemlich unanständig, jemand anderem beim Arbeiten zuzuschauen. Aber für diese Leute ist das einfach etwas wie, man ist nicht allein in der Landschaft. Da ist wer, da arbeitet wer, da gibt es einen Zusammenhang zwischen grüner Leiten und vorher Heuarbeit erledigen. Und ich meine, es gibt da natürlich Zeiten, da möchtest du nicht Urlaub am Bauernhof machen, sondern Urlaub vom Bauernhof. Aber es ist natürlich schon auch eine sehr zufriedenstellende Arbeit. Ich würde nicht sagen befriedigend, weil es oft auch hart ist und anstrengend und eh schweißtreibend und so. Und manchmal auch traurig, wenn du eine Kuh stirbt oder heuer im letztes Jahr beim Almsommer war es das erste Mal, dass wir eigentlich nicht ohne Unfall durchgekommen sind, weil uns ein kleines Kalb abgestürzt ist. Da passiert das. Aber ihr seid ausschließlich Milchbauern? Nein, ja? Wir sind Mutterkuhbauern eigentlich. Wir melken nicht, genau, okay. Wir haben nur Kälber. Und die sind eigentlich im Sommer die ganze Zeit auf der Alm. Okay. Und das Ganze wird irgendwie als Biobauernhof geführt. Ich traue mich ja fast nicht, diese Frage zu stellen, aber dennoch, mich interessiert das. Ja, das ist ein Biobauernhof, genau. Gut, ich habe es fast erwartet und habe es erhofft. Das ist einer der ersten gewesen. Wir haben nie drüber gesprochen und es scheint auch nirgendwo schriftlich auf. Jetzt habe ich mir gedacht, jetzt muss ich trotzdem die Frage stellen. Ja, klar. Okay. Wie ist denn das jetzt alles miteinander vereinbar gewesen? Also das geht mir irgendwie noch nicht ganz in den Schädel. Also einen bezahlten Job außerhalb von Dorfgastein, drei Kinder großziehen, Bäuerin, nebenher Gemeinderat, teilweise nebenher auch noch Nationalrat. Wie geht das? Naja, das geht eigentlich nur, wenn du eingebettet bist in ein gutes soziales Gefüge. Das erste ist natürlich die Partnerschaft, die Beziehung zu meinem Mann, der das immer mitgetragen hat und sogar gefördert hat. Gefördert und mir auch gesagt hat, also wenn so kleine Kinder auf die Welt kommen, dann gibt es ja so ein komisches, wie soll ich sagen, inneres Gefühl, dass du jetzt einmal nicht mit dem Elend der Welt konfrontiert sein willst. Ja, du hättest gern für deine kleinen Kinder einfach sowas wie eine heile Welt, wo alles funktioniert und wo es kein Elend gibt und kein Krieg und nichts. Und da hat mich mein Mann immer sehr unterstützt und hat gesagt, du bist unzufrieden, wenn du da so in dieser Idylle aufgehst. Ich mache das mit dir. Das war das eine. Dann haben wir sehr, sehr liebe Großeltern, also die Eltern meines Mannes am Hof. Das hat dann auch das bei mir nach sich gezogen, dass ich die auch beide gepflegt habe. Weil die haben das ermöglicht. Unsere Kinder standen nie vor einer geschlossenen Tür. Da war immer wer da. Meine Schwiegermutter, die war so zuverlässig wie ein Küchenofen, der immer warm ist. Ja? Das war unfassbar. Und sie hat die Kinder ja so geliebt wie wir. Und hat so ein hohes Interesse gehabt, dass ihnen gut geht. Das ist ja schon ein Glücksfall, dass kannst du ja nicht immer haben und auch, dass die Beziehung gelingt. Ich meine, jetzt nicht, das ist ja keine Idylle oder was gewesen. Ja, wir hatten natürlich Auseinandersetzungen, verschiedene Auffassungen und bis ich da überhaupt hereingewachsen bin in diese Dorfgemeinschaft, das hat schon gedauert. Ja, das ist wirklich nicht einfach. Vor allem, weil ich ja auch die Gewohnheit hatte, mit allen Leuten im Dorf über mich zu sprechen. Das ist ja ganz verboten. Du kannst ja über jeden reden, nur nicht über dich. Nun gibt es ja unter den Bauern und Bäuerinnen doch einige Personen, deren Denken nicht sehr weit über den eigenen Bauernhof oder vielleicht noch bis zum nächsten Reifeisenlagerhaus hinausgeht. Bei dir ist das sehr früh ganz anders gewesen. Schon ab Anfang der 1980er Jahre
wärst du in der ÖBV, der Österreichischen Bergbauernvereinigung, aktiv. Warum und wozu? Was wären denn da deine Anliegen? Also zu der Zeit war es ja so, da gab es ja das Erlebnis von vielen Kindern, und ich kann mich an das genauso erinnern, in meiner Schulzeit, dass die gar nicht mehr gern gesagt haben, dass sie vom Bauernhof kommen. Das war fast so ein bisschen, was, Bauernhof, stinkt die vielleicht, oder so, die sind ein bisschen dumm oder so. Und das war damals, die Bergbauernvereinigung, die hat wirklich das so unterstützt, dass sie gesagt hat, die Bergbauern gehen eigene Wege. Die sind diejenigen, die ihre Geschichte schreiben und die auch diese diverse, sehr, sehr nachhaltige regionale Wirtschaftsweise forcieren und ermöglichen. Und das hat mir damals so gefallen, dass die so ein ganz eigenes, neues Selbstbewusstsein gehabt haben. Und eben nicht das Selbstbewusstsein von den Großbauern, ja, den Herrenbauern, die aufgetreten sind wie, mir gehört das Land. Ja. Du, wie soll dir ein Land gehören? Das kannst du immer nur verwalten, solange du lebst und darauf arbeitest. Und dann übergibst du das der nächsten Generation und denen gehört es auch nicht. Das Land gehört sich selber und Tiere gehören sich selber und du bist eigentlich nur die Ermöglicherin oder die Begleiterin oder die auch die Nutznießerin natürlich, weil du auch ein gutes Leben führen kannst auf deinem Bauernhof. Und das hat mir damals unglaublich gefallen und das war ja auch eine Bewegung, die eingebettet war in eine internationale Bewegung, La Via Campesina. Mhm. Das habe ich auch damals schon im Jugendamt mit einer Kollegin, die auch zuhört, miterlebt, was das bedeutet, sich mit den Ländern des Südens zu solidarisieren und wo ja immer noch so viele Leute nur von und oder fast nur von der Landwirtschaft leben. Also dieses Uragrikultur als erste Kultur überhaupt die Menschen entwickelt haben. Und das hat mir wirklich, ich glaube nicht, dass ich sonst mir das vorstellen hätte können, wenn es nicht diese ÖBV gegeben hätte, wo es auch schon den Frauenarbeitskreis gab, der schon damals so Artikel geschrieben hat, wie eine Bäuerin damals, die leider schon gestorben ist, eine Köstendorferin, die damals einen grandiosen Artikel verfasst hat, der hieß, die Partnerschaft hört bei der Küche dir auf. Und genauso war es ja auch. Also damals war es ja wirklich so, das war ganz undenkbar, dass ein Bauer mit seinem kleinen Kind im Kinderwagen oder im Babytragetuch spazieren geht. Hat der nichts zu tun. Als wäre nicht Kinder aufzuziehen eine Beschäftigung, die es wert ist. Du hast ganz kurz einmal so jetzt Via Campesina nur den Begriff in den Mund genommen. Erzähl uns ein bisschen was zu Via Campesina, weil ich glaube, das ist nicht unbedingt allen Nichtbäuerinnen geläufig. Ja, Via Campesina ist eine weltweite Klein- und Bergbauernorganisation. Auch Landlose sind da dabei. Es gibt ja viele Menschen, die zwar von der Landwirtschaft leben, aber selber überhaupt keinen Zugriff auf Land haben. Und die, wann die genau gegründet wurde, weiß ich jetzt gar nicht. Jedenfalls, wie ich zur ÖBV gegangen bin, hat es die schon gegeben. Und ich habe dann relativ bald, bin ich dann auch weggefahren für die Via Campesina zu Konferenzen, weil ich war so die englisch sprechende Konferenzteilnehmerin. Also wir hatten eine spanisch sprechende Bäuerin, die Maria Vogt, die fuhr immer zu den lateinamerikanischen Veranstaltungen und dann gab es noch später die Heike Schiebeck, die fuhr immer zu den französisch sprechenden Veranstaltungen, weil viele dieser Leute kamen auch aus der Confédération Paysanne, weil das auch in Frankreich eine sehr, sehr wichtige und gute, wichtige Bewegung ist. Da ging es wirklich um eben diese grundsätzlichen Bedürfnisse der Menschen. Auch zum Beispiel so etwas wie, das hat mich damals wahnsinnig erschüttert, wie ich das erste Mal nach Indien auch für Via Campesina gefahren bin, wo die dortigen Bauern in die Lage versetzt wurden, dass sie für das Saatgut, das sie selber ausstreuen, Lizenzgebühren an große Pharmabetriebe zahlen müssen, weil die irgendwas gemacht haben mit dem Saatgut und dann das sozusagen verkaufen durften. Ja?
da ging dann auch schon die Debatte los, gibt es eine Patentierung von Leben? Ja, mittlerweile gibt es das ja schon in vielerlei Hinsicht. Aber das waren einfach diese Momente, wo man gesagt hat, ja, also diese bäuerliche Kultur geht verloren mit der Industrialisierung der Landwirtschaft. Wir könnten sicher noch einige Zeit lang weitermachen, aber ich schaue ein bisschen auf die Uhr und ich denke, wir sollten auch langsam dann ein bisschen so zu einem Abschluss kommen. Da möchte ich jetzt abschließend noch auf drei Ebenen zu sprechen kommen, die wir auch im Vorgespräch ganz kurz angesprochen haben, die im Prinzip dein Leben ja ausmachen. Das Leben auf dem Lande, das Leben als Frau auf dem Lande und das Leben als politische Frau auf dem Lande. Vielleicht meine vorvorletzte Frage also. Was sind denn so beim Leben auf dem Lande, wir können auch sagen ganz konkret Pongau, Pinzgau oder Salzburger Land, was sind denn die Veränderungen, aus denen sich Hoffnung auch schöpfen lässt für die nächsten Jahre, Jahrzehnte? Wo sagst du, das hat sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten eigentlich wirklich sehr zum Besseren gewandelt? Ja, das eine ist schon die Situation der Energie, also jetzt Energiegewinnung aus sauberen Quellen. Das hat sich wirklich radikal verändert. Das ist noch nicht so lange. Die Sache, die mich eigentlich nicht so ganz zuversichtlich stimmt, ist die Entwicklung im Bereich Tourismus. Also wenn ich jetzt gerade nach in Oberpinzgau schaue, der damals ja wirklich periphere Region unterentwickelt war, wurde auch ausgewiesen im Kataster der Bundesregierung als schlecht entwickelte Region. Und der Tourismus, der schafft, finde ich, nicht eine eigenständige Regionalentwicklung. Der schafft eher erstens schafft er neue ökologische Probleme, die wir vorher gar nicht hatten. Mit diesen schnuckeligen Chalet-Dörfern in Winterwäldern. Ja, plötzlich stehen da so Dörfer drinnen und die sind eigentlich nur immer zu bestimmten Zeiten bewohnt und haben sonst hohe Kosten für die Allgemeinheit. Das ist das eine. Und das andere ist auch, der Tourismus ist jetzt aus sozialarbeiterischer Sicht man muss mit seinen Beziehungen sozusagen wie ein Banker umgehen. Ja? Also du kannst dich nicht wirklich auf Leute einlassen, weil du das in dieser Masse nicht schaffst. Und dann wirst du irgendwie zu so einem Gefühlsbanker. Ja? Und das macht sich bemerkbar in Familien. Also ich glaube schon, dass es Tourismusformen gibt, die gut sind, die zuträglich sind. Aber es darf nicht so überhand nehmen. Wenn es die einzige Erwerbsform ist oder eine der wenigen Erwerbsformen ist, dann sehen wir, was in so einer Zeit wie jetzt dieser Pandemie, wie sich das katastrophal auf alle auswirkt. Und dem muss man entgegenwirken. Also ich glaube, es braucht viele, viele unterschiedliche Arbeitsmöglichkeiten, Arbeitsplätze. Das war auch immer so etwas, was mich total bewegt hat, neue Arbeitsplätze in einer Region, wo es gar nicht so einfach ist, zu schaffen. Also das sehe ich jetzt irgendwie mit einiger Sorge und vielleicht auch einer gewissen Ratlosigkeit. Also ich würde da gern neue, gute, frische Ideen, vielleicht auch von der nächsten und der übernächsten Generation aufgreifen, wie man das gut machen kann. Und wenn wir uns die Frage stellen, wie hat sich das Leben der Frauen auf dem Lande in den letzten 20, 30 Jahren verändert, gibt es da positive Entwicklungen auch, über die Mann oder Frau berichten kann? Naja, es gibt immerhin, glaube ich, jetzt mittlerweile im Pinzgau nur mehr eine Bürgermeisterin, weil die zweite Bürgermeisterin hat einen Bürgermeister zusammengeheiratet. Was ich furchtbar finde, aber ja, und im Pongau gab es noch nie eine und gibt es auch keine, im Lungau
detto. Im Dennengau auch schwer. Im Flachgau gibt es bereits einige Bürgermeisterinnen. Mhm. Also das hat sich geändert, dass Frauen das angreifen. Also im Pinzgau gibt es ja noch die Lendner Bürgermeisterin, die ist ja ganz in meiner Nähe. Eine sehr, sehr gute Besetzung, finde ich. Mhm. Ja, also das hat sich sicher verändert, der Zugang von Frauen zur Politik. Es sind mehr Frauen in Gemeindevertretungen, immer noch zu wenig, aber mehr. Ja, vielleicht die Frauen auf dem Lande, diese Geschichte da mit Pension für Bäuerinnen, ist das nicht noch ein wichtiger Punkt, der sich auch geändert hat? Genau, der Zugang von Frauen zu Ressourcen, einfach auch zu Geld, ja, auch zu einem eigenen Bankkonto. Also das war vor 20 Jahren, war das noch überhaupt nicht selbstverständlich. Das Interessante ist ja, dass zum Beispiel, dass Frauen sich Bankkonten eingerichtet haben, entstanden ist daraus, dass damals die Kinderbeihilfe an die Frau gebunden wurde und der Frau überwiesen wurde. Das hat damals die Donau eingeführt. Das habe ich großartig gefunden. Ich liebe überhaupt solche vergleichsweise undramatischen Eingriffe, die dann so eine Veränderung bewirken. Das finde ich großartig. Ja. Manchmal muss man eben nicht groß hinaus posaunen, sondern kleine Rädchen drehen, die dann große Auswirkungen haben. Also das war die Bäuerinnenpension, das war auch überhaupt keine Selbstverständlichkeit, weil eben, das ist erst 93 eingeführt worden, und ist immer noch nicht so, dass es ganz normal ist. Ja, ich bin an und für sich fast durch mit meinen Fragen. Ich würde es schön finden, wenn alle vielleicht ihr Video auch wieder einschalten könnten für die letzten paar Minuten. Meine allerletzte Frage also wir sind bei der politischen Frau auf dem Lande. Du hast bereits einige Aspekte ja angesprochen, so Vertretung der Frau in der Politik auf dem Lande. Was bleiben denn so die großen Herausforderungen? Also jetzt junge Frauen, die auf dem Lande was bewirken wollen, was rätst du denen? Wo ansetzen? Also als erstes rate ich den Bürgermeistern, das Leben für Frauen auf dem Land wirklich zu gestalten, weil die sonst das Land verlassen. Also früher konnten die ja nicht weggehen, die gehen jetzt weg. Es gibt so etwas wie ein Abwandern von Frauen mit guten Berufsausbildungen vom Land, weil sie einfach keine Arbeitsplätze finden oder nicht die sie eigentlich gern hätten. Also das ist auch immer bei den Konferenzen mit Bürgermeistern, wo es um Geld für so Projekte geht, wenn die zuerst noch so widerwillig sind und abweisend reinschauen, wenn du das sagst, dass die abwandern und dass dann der Ofen aus ist in den einzelnen Küchen, das ist ungemütlich. Das haben sie nicht gern. Und ansonsten glaube ich, dass für Frauen einfach im Grunde wie für alle Menschen, Männer und Frauen gilt, es lohnt sich, das zu suchen, das wirklich, wo dich dein Herz hinträgt. Das, was du wirklich mit großer Leidenschaft, die oft rätselhaft ist, mit großer Leidenschaft machst. Und das sollst du verfolgen. Und da wirst du auch daraus irgendwann auch davon leben können. Da würde ich auch jedem die Unterstützung anbieten, also jeder Frau vor allem auch, weil wir halt eher die Frauenberatung da haben, aber natürlich auch in der erneuerbaren Energie, das ist ja auch günstig, weil da kann man auch so viele junge Männer ansprechen. Das ist ganz, ganz ein wichtiges Thema. Und das ist egal, ob du am Land bist oder in der Stadt, dort das zu tun, wo dich dein Herz hinträgt. Ich finde, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Und dabei würde ich es wirklich sehr gerne belassen für heute Abend. Ich möchte mich sehr, sehr herzlich bei dir, Heidi, bedanken dafür, dass du heute Abend unser Gast gewesen bist, dass du alle meine Fragen, und seien sie noch so sehr ins Detail gegangen, wirklich
sehr ausführlich beantwortet hast und uns ja die Freude gemacht hast, ein bisschen an deinem ja doch sehr, sehr interessanten, vielfältigen Leben teilzuhaben. Ich glaube, da war für viele von uns sehr viel Spannendes dabei. Dankeschön für heute Abend, auf jeden Fall. Danke, Jean-Marie, auch für dein sehr, sehr achtsames Fragen und interessiertes Fragen. Und danke an alle, die jetzt so lange ausgeharrt haben. Ich habe ja schon ein bisschen die Angst gehabt, dass das vielleicht dann langweilig wird irgendwann. Danke an euch alle und ich freue mich auch über euer Feedback. Sie hörten die Aufzeichnung des Lebensgesprächs Nummer 17 mit Heidi